Okay, dann machen wir das jetzt nochmal so richtig schön spontan und ungestellt. Matthias, hast du genug Essen bei dir? Lass mich doch mal kurz in mein Inventar gucken, indem ich Dam, die da, dam, da, Taste dam. E drücke. Oh, ich habe insgesamt 15 Nahrungsmittel bei mir. Ich habe insgesamt 15 Nahrungsmittel bei mir. Ja, also ich habe auch jetzt richtig Bock. Ich bin ausgerüstet, sowohl im Real Life als auch im Spiel. Es geht in den Ich Nether. wollte noch ein Feuerzeug mitnehmen, du weißt warum. Auch wenn Ja. der Guest das Ding wieder anschießen kann, Ja, wie wir nee, inzwischen rausgefunden haben. ja. Oder vielleicht auch nicht. Haben wir das eigentlich bei der letzten Aufnahme erwähnt? Also nimm mal lieber eins mit, aber wir sind, glaube ich, ziemlich sicher, weil wenn ich mich recht erinnern mag, dann haben wir ja Cobblestone drumherum gebaut. Richtig, aber man weiß nie. Richtig. Außerdem können wir es als Lichtquelle verwenden. Genau. Ja, richtig, Lichtquellen. Ach nee, Lichtquellen haben wir da genug. Ich nehme aber mal einen Stack Cobblestone mit. Ja. Ich habe ein paar Fackeln dabei. Für bauen. Ja, ich habe auch noch 45 Fackeln, aber es wird ja selten dunkel da. Beziehungsweise Okay. selten hell. Auch ja. Okay. Let's do this shit. Uiuiui. Leck, leck, Zack, leck. gespawnt, tot. Okay. Also, Framerate war kurz weg. hören wir. Ich. Hallo. Na, wie geht's euch? Gut soweit? Sehr schön. Ich hätte schon Bock, du jetzt. Ist übrigens so, was ich auch festgestellt oder was ich gehört habe. Oder gelesen habe. Wenn wir jetzt das Ding zurückschießen, also einen Guest-Feuerball zurückschießen und dabei einen Zombie treffen, also ein Ja. Schwein, dann wird es nicht aggro auf uns. Okay. Finde Oh, ich auch fuck. sehr nett. Wow! Hier unten, hier unten. Ja, ich hab's gesehen. Sehr intelligent, was das Vieh da macht. Kann daran ersticken, das ist das Lustige. Echt jetzt? Das ist gegen Feuer unempfindlich, aber das ist bei dem wie Wasser. Das heißt, es kann jetzt passieren, dass der gleich tot ist. Ja, komm, jetzt lass uns mal eine Richtung suchen, in die wir laufen wollen. Wollen wir da hinten lang? Haben wir hier auch Himmelsrichtungen? Nicht Ja, was wollen wir wirklich. dann? Ich würde sagen, wir Also, nehmen wir jetzt einfach haben. mal die Richtung da nach hinten, weil es da am wenigsten zerklüftet aussieht. Ja, okay. Außerdem sehen wir von da dann auf große Entfernung schon unser Netherportal. Ja. Und ich würde sagen. Also, was auch gut ist. Oh. Ah, guck, hier ist es. Komm, wir können es gleich versuchen. Er ist relativ nah Nervensäge. dran. Komm mal, wie wär's mal, mich zu treffen? Auf jeden Fall kriege ich recht wenig Schaden von dem, auch wenn ich gerade echt zu doof bin. Ah, ich habe eins zurückgeschossen. Ja, der trifft! Na toll. Hast du Ich hab es? ihn. Oh Mann! Scheiße! Aber gut, einer hat ist schon mal besser als keiner. Aber habe ich den nicht zurückgestoßen? Den letzten, den habe ich Also in zurückgeschleudert. der Aufnahme könnte ich schwören, dass der Ball an dir vorbei ist und Ja ich gut, ihn dann ich habe den zurückgestoßen Luxus habe. ja, dass ich mir das nachher noch angucken kann. Okay, Richtig. also ich hab's Egal. jetzt, das ist zwar der falsche leider von uns beiden, Nicht weiter schlimm. aber also reicht es da wirklich, den einmal zu treffen? Ja. Ein Echt Schuss und krass. er ist Ich hätte tot. gedacht, dann braucht man mehr. Aber. Ja, meiner. Was ist da? Was ist da? Ach, ein Magma Cube. Sehr gut. Oh. Hallo? Ich treffe den nicht. Keine Jetzt auch nur Magma eine Cream. Magma Green gekriegt. Nein. Ich würde ja sagen, das Spiel hasst uns, aber das wäre einfach ein bisschen zu vermessen. Also, hier Ich würde sagen, F3-mäßig, wir gehen jetzt einfach. koordinatenmäßig, sind wir ziemlich genau bei 0,0 gewesen, also etwa bei 30, Ja. 30, wo unser Portal ist. Das heißt, das können wir dann auch als kleine Orientierung nehmen. Oh, ich habe Lags. Ich auch. Und das ist nicht schön. Ja, ich glaube, der baut jetzt halt gerade den Nether Stück für Stück auf. Ja, hoffentlich mit der einen oder anderen Festung. Dann verzeihe ich ihm sogar die Lags. Toll. Ja, fängt gut an. Oh oh. Okay, Ich würde ja so gerne das irgendwie dicht machen, aber. wollen wir vielleicht uns hier oben in die Decke reingraben und dann einfach darüber laufen? Das können wir Wow. auch machen. Guck, da ist der nächste.
nicht wegfliegen. Okay, ich lass dich vor. Und lösch einfach Zeug hinter dir. Sag mal, der schießt viel zu hoch. Ja, ja. Den hast du zurückgeschlagen. Durch die Beine. Wo ging der denn hin? Boah, kannst du jetzt mal auf mich schießen? Au. Brennst du? Brenne, ja. Aber das macht ja nichts. Waren seine letzten Worte. So, bin schon wieder sauber. Ach, jetzt komm. Vorsicht, hinter dir ist Feuer. Wieso brenne ich eigentlich? Wieso bin ich da? Wieso habe ich eigentlich gerade angefangen zu brennen? War eigentlich brennen. Auaha. Sag mal. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Krass, also für mich sieht das auch richtig komisch aus. Die schießt alle du gerade zurück, gell? Ich nehm's doch mal an. Also es sah für mich richtig komisch aus, weil die teilweise schon ganz... Kannst du hier nochmal löschen? Hier brennt alles. Der schießt auf dich, du musst weg. Ich versuch's. Jetzt hat er mich. Einfach mit Geduld. Es wäre besser gewesen, wenn du sie gekriegt hättest. Sag bloß. Aber. Aua. Aber du kommst klar auch. AP-technisch. Ja, ja. Ja, wenn der jetzt so weit weggeht, dann können wir eigentlich auch weitermachen. Du kannst ja eigentlich schon mal weitermachen, ich meine. Ja, richtig. Du musst ja hier nicht warten. Das stimmt. Eigentlich habe ich geplant, hinter dir sauber zu machen, aber weiterlaufen ist natürlich besser. Ja, also du kannst einfach mal schon mal probieren, einen Weg weiterzufinden. Jetzt sind es zwei oder was? Ich habe gerade zwei Schreie gehört. Oh, Papa und Mama. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Wow, leck. Scheiße, also das ist echt... Puh. Oh Gott, hinter dir, hinter dir. Hinter mir? Ein Inder? Warte. My Lady. So, toll, dass wir jetzt hier sind. Ja, jetzt kramen wir uns hier einfach durch. Scheiße, genau. Wo kommen denn diese Leg-Spikes? Jedenfalls sind sie einigermaßen ekelhaft. Soll ich mal neben dir hergraben? Ja, mach doch mal. Schadet nicht. Aber grab mit Sicherheitsabstand. Ja. Upsa, zu hoch. Nicht dagegen drücken. Richtig. Grabe mit Sicherheitsabstand, das wäre auch etwas, was man den Leuten bei... Hier ist eine kleine Höhle, Vorsicht, da wirst du gleich reinbrechen. Wieso sieht sie so eklig aus? Ich einfach reinbrechen werde. Liegt das jetzt am Server? Soll ich mal unseren anderen Server abschalten? Einfach mal zum Test. Hauptsache, das ist, Hauptsache, du lässt den Teamspeak-Server oben, das wäre schön. Ja, das ist sinnvoll. Nicht wundern, liebe Zuschauer, ihr seht jetzt nur meinen Mauscursor, der sich irgendwie sehr wild und hektisch bewegt. Ihr seht nämlich nicht das Fenster, das aufgenommen wird. Komisch. So, jetzt ist er aus, der andere Server. Mal gucken, ob es besser wird. Ach so, es geht weiter. Es geht weiter. Oh. Nein, hatte wieder eine Lex-Bike. Ja, haben wir die gleichzeitig?
Ich glaube schon, ja. Wir können es ja mal gucken. Also, dann ist es aber mit Sicherheit irgendwas mit Server-Leaked-Chunks an oder so. Aber ja, es ist ja vor allem so? Auch nicht so ein typisches... Jetzt hatte ich gerade wieder einen. Ja, ich auch. Okay, dann müssen wir einfach geschmeidig bleiben. Ja, es ist serverweiß. Normalerweise ist es ja auch so, dass du, also normale Internet-Lags sehen ja Vorsicht. Anders aus. Ja. Komm, wir graben da mal eine Treppe runter. Ja. Ach so, meinst du? Sieht nicht aus, als wäre hier wirklich irgendwas Interessantes. Sollen wir einfach mal weitergraben. Ja. Achso, das haben wir jetzt den Zuschauern ja, glaube ich, noch gar nicht näher gebracht, dass du ja die Idee hattest, die wir jetzt auch gerade verfolgen, dass wir gesagt haben, okay, also wie stößt man im Nether auf eine Netherfestung? Im Prinzip graben wir jetzt einfach in eine Richtung. Okay, Vorsicht, wir kommen hier jetzt an die Oberfläche. Sehr gut. Beziehungsweise wir versuchen natürlich zu laufen in eine Richtung, aber manchmal müssen wir uns dann halt graben, so lange bis wir was finden. Weil es gibt ja leider kein System, das zu finden. So, dann schauen wir mal. Und wenn es das gibt, dann sind wir zu blöd, es zu kennen. Boah, also... Boah, gerade leckt's aber echt heftig. Echt vorsichtig sein. Echt vorsichtig sein. Aber ja, das ist, glaube ich, definitiv Server, der was baut. Aber es ist komisch, das hatte ich noch nie. Das hatte ich auf dem anderen Server noch nie, glaube ich. Weil ich kann vor der nächsten Aufnahme kann ich mal den neuesten Build draufschmeißen, vielleicht hilft's was. Ja. Was ist denn das da? Ah, okay, nee, das sah nur. Nee, also sieht noch nicht sehr festungsmäßig aus, aber zumindest sind wir mal an der Oberfläche. Ich würde sagen, wir bauen jetzt gerade auf möglichst einer Höhe geradeaus weiter. Also bauen hier halt kurz eine Brücke rüber und so. Ja, oder wir, man kann auch schon ein bisschen weitergehen, oder was? Also versuchst du möglichst gerade zu bleiben? Nee, ich probiere möglichst, möglichst koordiniert zu bleiben, damit wir das Nether-Portal auf jeden Fall wiederfinden. Also das, denke ich, können wir auf jeden Fall, weil wir sind jetzt im Moment, um dir eine kleine Orientierung zu bieten, wir sind nahezu immer noch auf der gleichen Z-Achse. Ja. Wir sind nach Westen gegangen die ganze Zeit und sind jetzt aber schon 200 Meter in die eine Richtung entfernt vom Nether-Portal. Also die Koordinaten vom Nether-Portal, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber die sind 30-30. Also wenn wir in Richtung etwa. Ursprung von der Karte zurückgehen, okay. Und ich denke, die Zuschauer sollten uns das auch nachsehen. Wir nehmen halt wirklich keine Hilfsmittel wie Minikarte oder so, aber das, was das Spiel, das Basisspiel selber uns gibt, nämlich dass wir uns die Koordinaten anzeigen lassen können, wenn auch nicht permanent. Und also wir könnten permanent, aber es würde dann scheiße aussehen. Dann soll man das doch auch benutzen dürfen.